In diesem Video möchte ich Ihnen die Timeshift-Funktion von EntertainTV vorstellen. Mit EntertainTV haben Sie die Möglichkeit, zeitversetztes Fernsehen, also Timeshift, zu nutzen. Ich habe jetzt hier Live-TV, zum Beispiel ZDF HD, und auf der Fernbedienung meines Media-Receivers gibt es hier die Play-Pause-Taste, und ich habe jetzt die Möglichkeit, dank der integrierten Festplatte des Media-Receivers einfach Pause zu sagen, und die Sendung wird pausiert. Das heißt also, wenn ich einen Anruf bekomme oder kurz was erledigen möchte, aber den Film oder die Serie an der Stelle weitergucken möchte, dann kann ich mit Timeshift einfach pausieren. Und wenn ich wieder Play drücke, kann ich an derselben Stelle dann weiterschauen, kann jederzeit wieder pausieren und habe hier auch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte jetzt das überspringen, wieder zum Live-TV zu wechseln oder zu sagen, ich möchte jetzt hier an der Stelle wieder fortsetzen. Habe auch die Möglichkeit dann vorzuspulen. Das funktioniert allerdings nicht bei allen Sendern, also je nach lizenzrechtlichen Hintergründen. Also bei RTL-Gruppe funktioniert es aktuell zum Beispiel nicht zu spulen, also die Werbung vorspulen wird nicht funktionieren. Aber wenn Sie zum Beispiel Timeshift haben und ohnehin irgendwie 3, 4, 5 Minuten Versatz haben, können Sie natürlich jederzeit zum Live-TV wieder wechseln. Kann ich auch nochmal zeigen, indem ich jetzt den Sender wechsle. Wenn ich jetzt hier bei RTL einmal die Timeshift-Funktion also pausiere und jetzt wieder fortsetze und auf das Spulen gehe, dann kommt hier die Warnmeldung, diese Funktion ist bei diesem Sender nicht verfügbar. Wie gesagt, das ist dann abhängig vom jeweiligen Sender. Aber ansonsten die Timeshift-Funktion, eine nützliche Funktion, einfach die Sendung kurz zu pausieren, Anrufe zu tätigen oder was zu kochen, sich was zu essen zu holen. Dafür ist diese Funktion gedacht. Die Timeshift-Funktion ist aber auch automatisch aktiv, wenn Sie nicht pausieren. Ab dem Moment, wo Sie eine Sendung einschalten, läuft im Hintergrund die Aufnahme, die temporäre Aufnahme, bis Sie zum nächsten Sender umschalten, bleibt die auch erhalten. Das heißt also, auch wenn Sie nicht von Anfang an aufgenommen haben oder programmiert haben, wenn jetzt auch eine interessante Szene gewesen ist, die Sie verpasst haben oder die Sie nochmal sehen wollen, können Sie einfach zurückspulen. Ich hatte jetzt hier, wie gesagt, vorher keine Aufnahme oder Timeshift gestartet und kann jetzt hier also bis zu dem Punkt, wo ich auf diesen Sender umgeschaltet habe, zurückspulen. Also auch das eine schöne Funktion, wenn Sie irgendwas nochmal wiedersehen wollen, einfach zurückspulen, wieder Play drücken. Auch das innerhalb der Timeshift-Funktion für Ihr EntertainTV. Die Timeshift-Funktion können Sie übrigens auch an einem Zweitreceiver oder Drittreceiver nutzen. Es gibt ja den MR200 als Ergänzung für den MR400. Dieser greift ja über das Netzwerk auf die Festplatte des Hauptreceivers zu. Wichtig ist da nur, dass die Timeshift-Funktion nur dann funktioniert, wenn der MR400 im Standby-Modus sich befindet und nicht im Energiesparmodus. Also der muss quasi im Netzwerk erreichbar sein, damit auf die Festplatte zugegriffen wird. Dann können Sie Timeshift auch an dem Zweitreceiver MR200 nutzen. Also Timeshift, eine super Funktion von EntertainTV, zeitversetztes Fernsehen mit der integrierten Festplatte. Jederzeit pausieren und weiterschauen, wie es Ihnen gerade passt.